Weißt du, was auch noch komisch ist bei manchen Tieren? Nö, sag's mir. Bei den Fischen und den meisten Amphibien legen die Weibchen ihre Eier ab und die Männchen verteilen ihr Sperma darüber. Man nennt das äußere Befruchtung. Aber wir sind doch auch Amphibien. Ja, schon. Aber wir Schwanzlurche haben wie die Vögel und Säugetiere eine innere Befruchtung. Meist wird das Sperma durch einen Penis in die weibliche Geschlechtsöffnung übertragen. Wir Molche haben doch gar keinen Penis. Das sehe ich und du brauchst gar nicht rot werden. Von April bis Juni setzt ihr Männchen Spermapakete auf den Boden ab, führt uns darüber, sodass wir Spermien in unsere Kloake aufnehmen können. Unsere Eier werden dann innen drin befruchtet. Und dann klebst du die Eier einzeln mit deinem wasserfesten Pippi-Langstrumpf-Superkleber an bestimmte Blätter in unserem Tümpel.